Alex Serchow, 1:0 Heimsieg gegen FSV Zwickau. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit heute, oder? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das war wirklich ein richtig hartes Stück Arbeit. Der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht. Wir haben uns es aber auch selber sehr, sehr schwer gemacht. Und bei dem Wetter, bei dem Platz war es wirklich heute ein Kräfteverschleiß. Und ich bin froh, wir können froh sein, hier mit einem glücklichen 1:0 nach Hause zu fahren. Oder ja, nach Hause zu gehen, fahren. Die ersten 10 Minuten sahen ja wirklich richtig gut aus. Dann macht Otschi das Tor und danach habt ihr völlig den Faden verloren, wenn man das so sagen darf, spielerisch zumindest. Wie kommt das? Kannst du es erklären? Nein, erklären kann ich es leider nicht. Wenn ich dafür jetzt ein Patentrezept hätte, dann würde ich es auf jeden Fall mal ansprechen. Aber wir hatten das ähnlich in Köln. Dann waren wir zwar die ersten 15, 20 Minuten verschlafen, führen aber dann und danach lassen wir uns auch den Schneid abkaufen. In Köln lag es daran, dass wir viele hohe, weite Bälle gespielt haben, wenig Fußball. Heute haben wir versucht, Fußball zu spielen, aber wenn dann im Spielaufbau ein paar katastrophale Fehler passieren, wird es schwer. Aber trotzdem Hut ab, solche Tage, wo es nicht so gut läuft, die Spiele muss man dann trotzdem gewinnen. Und ich glaube, gerade heute die Abwehr mit dem Torwart zusammen hat eine fantastische Arbeit abgeliefert. Und wir konnten die Null halten und dann haben wir ein Tor geschossen und daher gewonnen. Mund abwischen, weiter geht's. Das ist so ein bisschen auch die Erkenntnis. Ihr habt ja wirklich hinten dann auch echt euch in jeden Ball geworfen. Irgendwie versucht, die 3 Punkte zu Hause zu behalten. Das ist auch so ein bisschen ein Zeichen der Moral des Teams, oder? Stimmst du mir dazu? Definitiv. Also Teamcharakter, Teamchemie, Teamspirit, 1A in dieser Truppe. Da braucht uns keiner irgendwas, kann uns keiner was vormachen oder braucht uns auch keiner irgendwie was sagen. Das ist hervorragend. Das sieht man dann halt auch auf dem Platz. Kurzer Blick auf Paderborn nächste Woche. Was nehmt ihr euch für das Auswärtsspiel, für das letzte Spiel in diesem Jahr 2016 vor? Jetzt gerade denke ich nicht eine Sekunde an Paderborn. Jetzt denke ich an eine warme Dusche. Und wir müssen die Woche regenerieren und auch unsere Fehler heute gerade im Aufbauspiel, da müssen wir drüber sprechen, die müssen wir verbessern. Ansonsten kann man auch in Paderborn verlieren. Da denkt jeder, das wird ein Selbstläufer. Aber das ist eine sehr, sehr gute Truppe mit hervorragenden Einzelspielern, die in einen Negativrausch geraten sind am Anfang der Saison. Aber haben jetzt einen neuen Trainer. Und ich glaube, da haben wir heute nicht auch 1:0 gewonnen. Habe ich mal kurz gesehen, ja. Da sieht man mal, was ein neuer Trainer bewirken kann. Und das wird nächste Woche ein nicer Tanz. Dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg, ne? Und jetzt eine heiße Dusche für dich. Tschüss.